Hallo Freunde, heute soll es mal um ein Thema gehen, was glaube ich jeden betrifft, der in irgendeiner Form im Van wohnen oder eine Zeit lang drin Urlaub machen möchte, angeht, und zwar die Toilette. Wir wohnen jetzt seit dem 1. Mai in unserem VWLT komplett, haben keine Wohnung mehr und müssen uns deshalb natürlich irgendwie auch überlegen, wo wir auf Toilette gehen. Und aus dem Grund habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Wir haben natürlich im LT eine Toilette, die ist mit Wasserspülung, Unterflurtank und allem drum und dran. Würden einige auch als Luxus bezeichnen. Allerdings können wir uns damit nicht vereinbaren, unser großes Geschäft quasi in diese Toilette zu machen, weil das Ganze wird im Unterflurtank aufgefangen. Das ist ein fester Tank, den können wir also nicht entnehmen. Wir haben eine Schiebeöffnung, womit wir den Tank öffnen können, und müssen darauf hoffen, dass eben das Klopapier, das zersetzte Klopapier und alles andere daraus entfernt wird, womit wir einfach nicht d'accord sind. Das heißt, wir haben uns eine andere Methode überlegt bzw. gesucht und sind auf sehr, sehr viele gute Resonanzen gestoßen, was Trockentrenntoiletten angeht. Daraufhin habe ich Kiltwick angeschrieben, habe gefragt, ob die mit uns kooperieren wollen. Das wollen sie auch, wie ihr seht. Wir haben jetzt eine Trockentrenntoilette von denen zugeschickt bekommen. Erstmal vielen, vielen Dank dafür natürlich. Ich möchte das Ganze hier nicht jetzt nur einbauen und irgendwie euch das zeigen, wie das aussieht, sondern ich möchte am Ende des Videos auch gerne meine Erfahrungen mit euch teilen. Das heißt, wir werden mal schauen, ob es uns überzeugt, weil nur vom Angucken und von anderen Meinungen lasse ich mich meistens noch nicht so ganz überzeugen. Aber ich werde das Ganze jetzt selber testen, beziehungsweise wir. Und wir wollen Vollzeit im LT leben, wollen natürlich auch unser großes und kleines Geschäft machen können. Deshalb diese Trockentrenntoilette. Wie das Ganze nachher aussieht, werdet ihr auf jeden Fall im Laufe des Videos sehen. Aber vorerst müssen wir natürlich unsere alte Toilette rausschmeißen. Die werdet ihr dann natürlich auch nochmal zu sehen kriegen. Das ist jetzt ein größerer Bausatz. Falls ihr das Geld nicht aufbringen könnt und das bezahlen könnt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung einfach nochmal einen kleineren Bausatz. Der ist relativ günstig, würde ich einfach mal behaupten. Allerdings müsst ihr da das Gehäuse selber bauen. Hier ist jetzt das Gehäuse dabei. Warum haben wir das jetzt so gewählt, wie wir es gewählt haben? Das ist einfach so, dadurch, dass wir diese Trockentrenntoilette in unserer Dusche benutzen und auch in dieser Dusche duschen wollen, müssen wir die Trockentrenntoilette zum Duschen immer rausnehmen. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, werde ich mir auch nochmal anschauen. Aber das Ganze werden wir in der Praxis auf jeden Fall sehen. Und jetzt wollen wir eigentlich gar nicht weiter schnacken. Wir wollen uns die Toilette hier mal angucken, die Toilette aufbauen und meine andere alte rausreißen. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal berichten, wie das Ganze funktioniert und wie wir damit klarkommen. Also wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Sagen ziemlich überschaubar, was dabei ist. Hier ein bisschen Streu, der Urintank, der Kottank quasi, ein paar Beutelchen, das Gehäuse an sich, das Hauptstück der ganzen Toilette, der Trenneinsatz, dann eine kleine Klobrille, und ich denke mal, das fühlt sich an wie Teile, die zum Zusammenbauen da sind, und hier nochmal eine kleine Anleitung, also zusammenbauen. Ja, ihr habt es gesehen, Zubehör, super süß verpackt alles. Hier steht jetzt deine Unterlagen, da sind so Rechnungen und Lieferschein mit drin und gar nicht die Gebrauchsanweisung bzw. Anleitung von dem Ganzen.
Das befindet sich hinter diesem QR-Code, was ich auch ziemlich cool finde in digitaler Form, weil ich nutze die Papierform meistens nie oder man schmeißt sie halt danach einfach nur weg, was ein bisschen unnötig ist. Ich glaube, jeder heutzutage hat ein Handy, womit wir den QR-Code jetzt abscannen können. Jetzt möchte ich euch natürlich auch unsere normale Toilette hier mal vorstellen. Und zwar ist das so ein Plastikding hier. Wie gesagt, großes Geschäft haben wir hier noch nie drauf verrichtet. Das Ganze geht direkt runter zum Unterbodentank. Da in der Seite seht ihr schon einen Schlauch. Das heißt, die hat auch eine Spülung. Das Ganze, naja, funktioniert so semi-gut, ne? Halt eben so gut, wie der Druck auf der Wasserpumpe eben halt ist. Naja, das Ganze muss ich jetzt mal schauen, wie das rausgeht, weil da soll natürlich jetzt unser neues Mililu rein von Kiltwick. Und wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Jetzt, Freunde, habe ich die alte Toilette komplett entfernt. Das habe ich euch mal erspart, weil das, echt eine doofe Angelegenheit war, dreckig war, naja, wie es auch so ist. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier unten ganz gut im Bad sehen, da ist einfach jetzt ein kleines Loch drin, da war ein kleiner Adapter drin, quasi mit einem Rohr, der dann alles nach unten in den Tank geleitet hat. Jetzt habe ich das Problem, dass ich natürlich im Tank oben ein Loch drin habe, das heißt, wenn er wirklich voll wäre, jetzt sagen wir mal so, dann könnte das Wasser da rausschwappen. Das muss ich jetzt erstmal lösen, das heißt, ich muss hier von hier oben am besten versuchen, dieses Loch zuzukriegen. Und dann möchte ich, wie ihr schon seht, das ist eine Plexiglasscheibe, die ist allerdings weiß und nicht lichtdurchlässig, 3 mm, möchte ich mir hier großzügig hinkleben, damit natürlich auch das Loch weg ist und auf der anderen Seite natürlich auch dicht ist. Warum mache ich jetzt nicht einfach nur einen kleinen Kreis auf das Loch hier vorne? Das hat einfach nur den Grund, weil ich da ja wieder die neue Trockentrenntoilette draufstellen möchte und die soll einfach nicht hin und her wackeln. Das Ganze versuchen wir jetzt mal umzusetzen. Alles ein bisschen eng hier drin, vielleicht zeige ich euch einfach nachher das fertige Ergebnis oder mal so kleine Zwischenschritte. Dann wollen wir jetzt einfach auch mal anfangen. Ja, das war's auch schon, war viel einfacher als ich gedacht hätte. Ich habe dieses Plexiglas, das ist ja nur 3 mm, mit einem Cutter angeritzt, habe es dann quasi gebrochen wie so eine Sollbruchstelle. Unten habe ich ein kleines Stück reingeklebt, dass der Tank zu ist und hier oben eben das restliche große Stück. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Natürlich werden die Kanten, weil das ja jetzt 3 mm hoch steht, werden da nochmal richtige Fugen drum gemacht. Nur das lasse ich einen Kumpel machen, damit das auch wirklich schön aussieht. Der macht das auch ein bisschen beruflich. Und das will ich mir so einfach nicht versauen. Dann sieht das hoffentlich einigermaßen aus. Natürlich ist das Neue jetzt weißer als das Alte. Gut, dagegen kann man jetzt nicht so viel machen. Aber ich denke, für die Lösung ist es vollkommen okay, weil die Tür ist ja im Normalfall auch zu. Und natürlich kommt jetzt oben auch noch die neue Trockentrenntoilette drauf. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt könnt ihr vielleicht ganz gut erkennen, was ich meine. So kann man jetzt ganz gemütlich hier sitzen. Keine Sorge, ich mache mein Geschäft natürlich nicht. Die Toilette ist zu. Und die weiße Platte ist jetzt kaum noch zu sehen. Das heißt, der Unterschied zum normalen Boden ist jetzt auch nicht mehr so groß zu sehen. Jetzt die Fugen noch schön machen. Und dann sollte das echt ein gutes Ergebnis sein. Wenn wir jetzt duschen wollen, dann nehmen wir die Trockentrenntoilette einfach raus. Somit haben wir auch mehr Platz in der Dusche. Vorher war das ja eine fest installierte Toilette. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt haben wir tatsächlich 5 Wochen die Trockentrenntoilette getestet und das Ganze werden wir am Ende des Videos auf jeden Fall nochmal aufdröseln, werden euch ein bisschen davon noch von unserer Erfahrung erzählen. Jetzt aber wird Julie sich drum kümmern, beziehungsweise kümmert sich gerade darum, dass es für uns ein Einzelstück wird und dabei wünsche ich euch auf jeden Fall auch ganz viel Spaß. Das zeigen wir euch nämlich jetzt.
das Ganze jetzt nochmal kurz aufzuklären, diese Makramee-Schnüre, die Julie quasi gefertigt hat, sind einfach nur dafür da, damit wir die Trockentrenntoilette rein- und rausheben können aus der Dusche, damit wir dann halt auch duschen können. Jetzt sitzen wir hier gemütlich mit dem Miniloo und wollen einfach mal unsere Erfahrungen mit euch teilen. Ich weiß, dass es ein relativ unangenehmes Thema ist für viele Leute, aber ich glaube, es gehört einfach dazu. Und dadurch, dass wir jetzt wirklich lange auf Reise sind, gehört auch die Toilette einfach dazu. Die Natur wird auch immer weiterhin unsere Toilette bleiben, dort, wo es natürlich funktioniert und da, wo man halt das auch machen kann, aber trotzdem keinen Dreck natürlich hinterlassen, auch nochmal hier an euch natürlich. Aber wenn wir in der Stadt sind oder wie jetzt hier gerade zum Beispiel auf einem Wohnmobilstellplatz, dann ist es wirklich echt cool, so eine Toilette dabei zu haben. Zu der Erfahrung mit der Toilette ist es ganz einfach gesagt, am Anfang war es ein bisschen ungewohnt und man wusste gar nicht so recht, funktioniert das überhaupt, wie funktioniert das. Aber ich kann euch wirklich sagen, rein von der Benutzung her ist es ganz simpel, ganz normal, wie eine ganz normale Toilette. Man muss eigentlich auf nichts achten. Ihr könnt nachher wirklich den Urintank einfach rausnehmen und entleeren. Genauso wie auch den Feststofftank könnt ihr einfach den Beutel zumachen, irgendwo in Restmüll packen oder wenn ihr Bio-Beutel benutzt und natürlich Bio-Klopapier, könnt ihr das Ganze natürlich auch in Biomüll packen. Ansonsten möchte ich jetzt nochmal an Julie weitergeben, weil bei der Frau sieht das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen anders aus und da kann Julie mehr zu sagen. Also für mich war es am Anfang echt komisch, aber ich glaube, sobald man das erste Geschäft gemacht hat, ist es eigentlich wie eine normale Toilette. Es ist nicht viel anders, außer dass man keine Spülung hat. Ja, eigentlich ganz easy. Wir hatten auch vorher nämlich so ein bisschen die Angst, dass man irgendwie zielen muss oder so, aber so ist es wirklich überhaupt nicht. Ihr müsst eigentlich auf nichts achten. Und das macht es eigentlich echt simpel. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch viele Vorteile, muss ich gestehen. Und zwar, dass wir haben dadurch keinen Wasserverbrauch, keinen zusätzlichen Wasserverbrauch. Wir brauchen kein spezielles Klopapier, also kein Klopapier, was sich halt eben auch in der Chemie zersetzt. Das Einzige, was wir halt benötigen, ist halt eben die Beutel für den Feststoff. Und da kann man jegliche Beutel benutzen, die ihr wollt. Wir haben jetzt hier gerade mal so ein Paket von Kiltwick mit Biobeuteln. Wie wir das in Zukunft genau machen, werden wir dann sehen und müssen wir natürlich auch den Gegebenheiten einfach anpassen. Aber so viel dazu. Echt super Teil. Durch die kleinen Henkel hier jetzt auch super portabel. Das heißt, wir können es dann auch rausnehmen, wenn wir duschen wollen. Aber das Ganze habt ihr ja alles gesehen. Bezüglich des Geruchs haben wir auch einige Fragen über Instagram bekommen. Also wir finden, es riecht schon noch ein bisschen. Es ist jetzt nicht so stark, wie wenn es jetzt irgendwie in einen Pott kommen würde. Ich glaube, das wäre dann deutlich schlimmer. Wir haben das einfach mit ätherischen Ölen gelöst und machen da jetzt Orangenöl mit rein und dann riecht es doch deutlich besser. Das dämmt das Ganze auf jeden Fall deutlich ein. Auch die werden wir euch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Einfach was wir da jetzt gerade so benutzen, ist so eine Art Konzentrat. Was ihr da benutzt, ist, glaube ich, eigentlich ziemlich egal. Ansonsten hoffe ich, ihr habt alle Informationen bekommen. Falls nicht, schreibt gerne eure Fragen unten in die Kommentare. Wir beantworten gerne alles dazu. Und nochmal angemerkt, wir haben alle Links unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einmal zu dem Komplettpaket hier, was natürlich ein bisschen teurer ist, aber auch zum Bausatz, der dann wiederum ein bisschen günstiger ist, wo ihr selber euch dann das Gehäuse zusammenbauen könnt. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da dafür. Und falls ihr noch mehr sehen wollt, abonniert auch gerne den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!